versteckten Bonfire. Goku kennt sich langsam aus. Er hat von alleine den Rostring benutzt. Das habe ich aber auch nur, weil er so langsam war, plötzlich. Mausoleumsgarten. Das haben die wahrscheinlich hier hingesetzt, damit man nicht 10.000 Mal diese Animation angucken muss. Das ist richtig, weil der Weg da runter ist einfach lang. Gut, ich bin soweit. Zeichen liegt. Und wer ist das denn? Ach, das bist ja du. Warum seht ihr plötzlich immer alle so anders aus? Oh, das wollte ich mal fragen. Was hat eigentlich diese Frau mit Artorias zu tun? Was? Die Frau. Ja. Welche Frau? Na, die, wo die Melly das Ding anhat. Hat das irgendwie, weiß ich nicht, wer ist das? Frage ich mich. Die Klamotten davon. Genau, wer ist das? Den kann das ich gar nicht. Das ist... Die Geliebte vielleicht von Artorias? Das ist auch eine der vier Ritter von Gwyn. Okay. So, und der Rest erschließt sich aus dem, was man beobachtet. Das ist ja gleich schon man hier. Man weiß es nicht. Na dann mal rin, wa? Man könnte drauf kommen, dass die beiden Geliebte waren. Ciaran war eine der vier Rittern von Gwyn, okay. Ich wusste noch nicht mehr, wie die heißt. Geh mal rein! Ja. Hat ja nichts anderes zu tun. Ich würde sagen, es ist nur einer. Ja. Da kann man auch den Schwanz abmachen. Ja, ich hätte auch gerne den Schwanz. Dann wird das Ganze ein bisschen dauern. Weil dafür muss es den Schwanz senken. Denn jetzt? Es gibt ein paar spezielle Attacken, da senkt es den Schwanz. Ansonsten bleibt er oben und damit leicht. Senk deinen Schwanz! Ich befehle es dir! Ich bin die Königin! Jetzt, jetzt, jetzt! Scheiße, verdammt, verdammt, verdammt! Jetzt senk doch mal deinen Schwanz! Der ist so kuschelig und muschelig. Eigentlich ist er ziemlich widerlich. Ist doch egal. Jetzt war er auch gerade unten. Ey, da sitze ich. Jetzt, 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 Fink. Ich habe einen Treffer gelandet. Echt? Alles gut. Ja. Danke, Melly. Super. Jetzt mach doch mal deinen doofen Schwanz nach unten. Jetzt. Wächterschweif. Das sieht immer so eklig aus. Au, das hat ja weh. Ja. Noch weg gewesen. Ich liebe diesen Boss. Also der ist... Ah, schon wieder drauf reingefallen. So vom Konzept her finde ich den super. Aber ich habe ihn gut alleine gemanagt. Ich hatte gar keine Angst. Ja, ja. Yeah. Ich mag den einfach, weil das ist wirklich... Ein sehr klassischer Chimärenkampf. Also. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Da bin ich, glaube ich, davon gekommen, ne? Ich ja. Wenn du lieb bist, lädst du deinen Zamm und wir machen den gerade noch. Willst du auch den Schwanz? Ich muss gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja. Ich nehme mir wohl gerne, ja. Ja, das würde mich total interessieren. Da war ich so neugierig und habe nichts gefunden. Auf Arbeit habe ich ja manchmal Zeit, ne? Wo? Was? Ja, da gucke ich mir so. Warte mal, da sind Stufen, da kam ich nicht her. Von. Hä, was? Na, ich hatte auch über so. Ich hatte mir das so angeguckt und habe mich die ganze Zeit gefragt. Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Wahrscheinlich ja. Die alte, die andere Höhle. Also, ne? wir treffen hier im DLC treffen wir zwei Ritter von. Von. Gwyn. Von Gwyn, genau. Einmal Ciaran, die Klinge. Ich liege ein bisschen weiter vor der Tür. Hab jetzt keine Lust mehr. Und Gauf. Gauf.
Gove. Das ist ja der Riesenschmied oder sowas ähnliches, ne? Das ist der... Jein. Also es ist der... Bogenschütze. Ja. Der Riesenbogenschütze. Ja, oder sowas. Auf jeden Fall war er riesig. Und wir können hier tatsächlich im DLC noch einen Drachen bekämpfen. Ich weiß. Ja, da freue ich mich drauf. Kannst du jetzt leider nach oben gehen? Ich liege vor der Tür. Ich habe Tür. Brauchst Charmeur. Ah, da. Achtung vor dir, Dickwanst. Ich mag die Porzellanmaske übrigens sehr. Ja, ich finde das, also ich finde auch, das ist sehr schön, was sie gerade momentan da anhat. Hallo, mit dem Hintern zu euch erwache ich. Ja, dafür musst du natürlich auch wieder ein NSC töten, um die Sachen zu kriegen, ne? Guck mal, jetzt guck mal, wir sind Zwillinge. Melli und ich, wir sind Zwillinge. Melli, mach mal deine Kappe eben einmal weg. Mach mal deine Kappe einmal ab. Guck mal, siehst du auch so aus wie ich? Ja, dann sind wir Drillinge. So. Guck mal. Nee, du nicht. Doch, ich habe auch einen Pferdeschwanz. Warte, ich muss erst wieder meine geile Nazgul. Ja. Zack, ist er da. Ja, trotzdem, hallo, du bist aber in der Unterzahl. Sieht man's nicht. So. Bam! Klar, bei mir wirft er wieder Blitze. Ist ja klar. Willst du auch den Schwanz haben? Ja, immer noch, gerne. Hier geht's nur um Schwänze in diesem Spiel, sind wir doch mal alle ehrlich. Typisch japanisch. Ja, was den Boss angeht, ja. Der ist aber sehr auf Melli gerade fixiert. Ah, das hat mich gar nicht gestaggert. Ich stehe perfekt. Schwanz runter. Oh, Entschuldigung, das war nicht der Schwanz. Du bist tot. Ja. Oh, Entschuldigung, das sollte jetzt nicht. Es geht nur um Schwänze. Hä, wo bin ich denn jetzt? Achso. Ich bin wieder hier. Warte mal, hä? Ich habe nur 5 Essos-Flas. Das ist ein bisschen schlecht. Ja, das ist ganz normal. Ja. Gerade eben hatte ich aber mehr. Ja. Bonfire ist ja auch nicht gekindelt hier. Ja gut, aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Wenn ich tot bin, bin ich jetzt auch mit 5 in den Kampf gegangen. Ich war nur unachtsam. So, also. Unachtsam. Richtig. Ich bin oben. Yep. Aber warum hat er denn bei mir nichts gespuckt? Also bei mir hat er nicht ein bisschen Blitze gemacht. Nö, bei dir hat er sich... Aber das haben wir sowieso schon mal. Das haben wir ja sowieso schon mal gesagt, dass bei mir irgendwie merkwürdige Dinge passieren. Bei mir ist der merkwürdig, Typ... bei dir war er einfach nett. Bei mir war er einfach Der hat gesagt, ey, die Coco, ach wie schön, dass du kommst. Bei mir hat er den Schwanz noch nicht einmal unten gehabt, das war echt... Doch, einmal war. Ich habe auch einmal draufgehauen. Aber da habe ich leider den Popo... Genau. Warte mal ganz kurz, ich muss ein bisschen... Warte doch mal kurz. Ja, ich warte doch. Ich könnte übrigens das Ganze auch mal mit meinem anderen Charakter Vinum haben. Und Manus, weil Manus mache ich nicht. Irgendwo muss ich ja mal PvP machen. Bist du bereit? Nee. Dann nicht. Bin ich bereit. Okay. Mami! Melli steht da noch. Melli! Der kam aber schon ganz aggressiv hoch. Ich hole erstmal meinen Krempel wieder. Mach deinen Schwanz runter.
ist eine große süße Katze, finde ich mal. Jetzt hat er gerade Ramge rumgebackt. Das ist. Hast du ihn? Ja. Gut, dann geht's jetzt auf ins Geschrei. Aber dann mache ich jetzt das, was ich immer am besten kann. Blitze werfen. Wow, unglaublich. Blitze bringen ja gar nichts gegen das Viech. Wildes Gehacke. Und ich will, ich will, ich will, ich will. Ach, verdammt. Nein! Tot? Ist tot. Du hast den guten Bürsten gemacht. Wow. Auch wenn es um Bürsten geht auch. Juhu. So, ach, und jetzt kannst du durch die andere Höhle durch. Oder braucht Melli auch Hilfe? Melli hat den doch, Melli hat den doch schon 3000 Mal gemacht. Oder? Aber ich gehe einmal kurz zum Feuerlichtschrein. Feuerlichtschrein, zum. Zum. Bonfeuer, meine ich. Nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Du kannst direkt in die andere Richtung durchgehen. Das stimmt, mir fehlen ja nur noch 5000. Ich fühle mich wie so eine kleine Schildkröte gerade. Hm. Aber ich habe beispielsweise jetzt mal die Waffe auch in zwei Hände genommen. Das war gut. Ja. Nee, hab den schon weg. Mag das nicht, mit beiden zu kloppen. Wie mit beiden? Wieso mit zwei? Hä? Mit beiden Händen. Die Waffe mit beiden Händen zu hauen und zu kloppen. Oder was? Also nicht. Warte mal ganz kurz. Mein Wecker ist gerade angegangen. Oh. Ich müsste dann einmal bitte. Kann ich ihn einmal kurz ausmachen? Ja. Oder ist das hier schlecht? Ich höre den noch nicht mal. Ich aber. Ist egal. Oh, wie wunderschön. Oh, hier ist auch Elisabeth, oder nicht? Hm. Elisabeth, das ist meine neue Freundin. Und hier sollte man das eigentlich auch so ein bisschen hoch machen, das glaube ich, ne? Entfachen. Hm. Ich bin jetzt Stufe 100 und Vitalität bei 38. Ich muss gerade mal gucken. Du kommst jetzt in den Finsterwurzgarten an, das was? Königlicher Garten, okay. Entschuldigung. Das ist Level 96. Also. Ja, mir ist das lieber, ich laufe dann nur mit 2000 Sachen drum. Ja, ich glaube, das ist auch hier so ein. Ist das hier ein freundlicher? Oder kann ich hier schon wieder invaded werden? Ja. Well, also hier noch nicht. From what far away age has thou hier come? Noch gar nicht. Da but in not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Dein aura is precisely as she described. I thought that Princess Dusk is here no longer. Snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Ab der Brücke ist man frei, will toll. Genau, thank ab der Brücke ist man frei. I am Elizabeth, guardian. Oh, ich wäre auch gerne so ein großer Pilz. Something of a godmother to Princess Dust. Das DLC ist gut gemacht, das ist wirklich schön gemacht. Also da haben sie nicht irgendwie dran gespart und einfach nur so klatsch hier, mehr Bosse und fertig, sondern. Da haben sie schöne Sachen mitgemacht. Unter anderem, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber Artorias. Ist kein Spoiler, ne? Ja, ja. Also Artorias, ganz großes Kino. Also wirklich. Thou shalt see further on an ignite without indeed. Ja. Der Drache Kalamet. Auch richtig cooler Fight. Fies teilweise, aber richtig cool. Droppt den besten Ring im Spiel. Kann oder tut es auch? Nein, das tut er auch.
Das war Ironie. Hä? Er tut's nicht. Wirst du sehen, sobald du den Ring in der Hand... Also ja oder nein? Wirst du sehen, sobald du den Ring in der Hand hältst. Ich bin etwas verwirrt. Bekommt man den ja oder nein? Den kriegst du, den Ring. Den droppt er, nachdem du ihn besiegt hast. Wer ist ein Opa, oder? Wer ist ein Opa? Wie Opa? Aber das heißt ja auch, wenn ich da freiwillig bin, dass ihr dann wieder kommen könnt, richtig? Dann muss ich das alles alleine machen. Bitte nochmal. Dann heißt das ja auch, dass ich, wenn ich da freiwillig bin, dass ich eigentlich... Ich mach da jetzt mal einen 20er, glaube ich, raus. Ja, klar, mach dann 20er Feuer draus. Ich werde hier oft nochmal hingehen, vermutlich. Das ist das Feuer, von dem aus du Artorias angehst. Ja gut, dann ist es ja nicht... So viel kann ich dir sagen. Und da ist ein 20er... Nein. Da ist... Nö, 20. Und da ist ein 20er Feuer voll angebracht. Na gut, also, das werde ich jetzt ja nicht gleich sofort machen, ne? Bleibt dir überlassen. Ih, was bin ich denn? Weiß nicht, was du bist. Ja, weiß ich auch nicht. Sieht aus wie so eine verschrumpelte Gurke. Nö, also wenn ich im Chat bin, dann tatsächlich benutze ich auch keine Komma da. Dann ist mir das auch alles egal. Aber mir nervt das jetzt gerade. Moment mal ganz kurz. I'm sorry.